Du hast mir ein tolles Leben versprochen. Das ist es nicht. Selvi, du hast ja recht. Ich weiß, aber ich... Gar nichts verstehst du. Nicht mal, als ich dir gesagt habe, dass ich fast verhungert bin, hast du was unternommen. Ich dachte, dass ich vielleicht... Du nutzt mich einfach immer nur aus. Nein, das stimmt nicht. Und ob das stimmt? Du nutzt mich nur aus. Stimmt nicht, Selvi. Er hat mich geschlagen und vergewaltigt. Er hätte mich umgebracht, wenn ich ihn nicht getötet hätte. Verstehst du das? Ich habe das für uns gemacht. Ich hatte so Angst, dass du weggehst von mir. Du bist alles, was ich habe. Der Dienst kommt in einer halben Stunde. Wenn das so weitergeht, kommen wir gerade noch rechtzeitig zum Ringe tauschen. Dir wär's doch gerade recht, wenn wir noch die ganze Hochzeit verpassen würden. Warum bist du so giftig? Meinst du, ich weiß nicht, warum du die ganze Zeit diese Musik hörst und von Trinidad schwärmst, als wär's das Paradies auf Erden? Was ist das Paradies auf Erden? Scheiße. Ich will, dass du einen AIDS-Test machst. Das ist doch lächerlich. Ach ja? Was? Was ist so toll an den Frauen in Trinidad? Was ist so toll? Sie führen kein Gespräch wie dieses. Und? Er hat sich jede erdenkliche Mühe gegeben mit dem Kind. Bei allem Respekt, Frau Gräfens, ja? Aber Ihre Tochter wird seit Montagmittag dieser Woche vermisst. Wir haben jeden Grund anzunehmen, dass ihr was passiert ist. Dramatische Auftritte sind nun mal Maikes besondere Stärke. Das hat sie von ihrem Vater. Gerade jetzt, wo mein Mann in den Vorstand der Kuratorbank AG gewählt werden soll. Sie können mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen.